Was man angefangen hat, bringt man auch zu Ende. Nie bringst du irgendwas zum Abschluss. So kann es doch nichts werden. Kannst du dich nicht mal für eine Sache entscheiden und die dann voll durchziehen? Hallo, ich bin Veronique und ich möchte heute mit dir über das, ich nenne es jetzt einfach mal Phänomen, vielbegabte Scanner-Persönlichkeit sprechen. Für mich war das ein riesen Aha-Effekt, wie ich davon gehört habe, weil ich habe auch zu den Leuten gehört, die sich immer diese Sprüche anhören mussten. Hey, kannst du nicht mal eine Sache zu Ende bringen? Du kannst viele Sachen, aber nicht so richtig in der Tiefe. Du probierst hier aus, da aus, willst du dich nicht mal für eine Sache entscheiden und dich darauf fokussieren? Schau dir deinen Lebenslauf an, du bist voll der Jobhopper. Da steht alles Mögliche drin, von A nach B nach C, Dinge, die du noch nicht mal gelernt hast. Ja, warum? Weil du vielleicht eine vielbegabte Scanner-Persönlichkeit bist. Was heißt das? Das heißt, dass du dich in total viele Dinge erstmal richtig schnell einlernen kannst oder dir Dinge aneignen kannst. Zwar nicht in der Tiefe, es ist teilweise schon ein bisschen oberflächig, aber du hast einfach diese ganz schnelle Auffassungsgabe und vor allem, und das ist so das Wichtigste, du hast ein Rieseninteresse und bist wirklich sehr lebenshungrig und wissensdurstig. Und vielleicht hast du sogar auch, vielleicht je nachdem wie alt du bist, in jungen Jahren oder auch noch heute, Menschen wie deine Familie, Mutter, Vater, zur Weißglut gebracht, weil du so viele Fragen ständig gestellt hast. Ja, warum ist das so und wieso ist das so und ich möchte das lernen, ich möchte reiten, ich möchte Ballett, ich möchte tanzen, ich möchte singen, ich möchte dies, das, 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 ja. Und da dann auch immer wieder die Sache, kannst du dich nicht mal entscheiden? Nein, kannst du nicht. Ich konnte das auch nicht. Ich habe mich auch immer für viele Dinge interessiert, habe viele Dinge auch ausprobiert und gemacht. Wenn man meinen Lebenslauf gesehen hat, hast du gedacht, oh mein Gott, was ist los mit ihr? Und vor allem habe ich die wenigsten Sachen, die ich da gemacht habe, tatsächlich gelernt. Also ich konnte mich da so schnell einarbeiten, war so schnell erfolgreich und das waren die verschiedensten Sachen. Ich habe als Accountmanagerin gearbeitet in der Personaldienstbranche und alle um mich herum waren BWLer. Und ich wurde immer gefragt, ja, was hast du denn studiert? Und dann habe ich gesagt, nichts. Ja, und was hast du nach dem Abi gemacht? Welches Abi? Da habe ich mir manchmal nicht wirklich Freunde mitgemacht, da gab es auch sehr viel Neid, aber vielleicht kennst du das auch, ja. Oder dann war ich auf einmal als Visagistin unterwegs, inmitten von ganz vielen Visagistinnen war und Leute geschminkt habe und immer wieder gebucht wurde von den Klienten, die gesagt haben, ganz ehrlich, ich möchte hier jetzt nicht angeben, ich möchte das nur klar machen, was eine Person Scanner-Persönlichkeit ist und ob du sie vielleicht auch bist und wie du damit umgehen kannst. Und es wurde immer wieder gesagt, hey, wir wollen sie, sie ist die beste Visagistin. Und ich dachte mir immer, oh Mann, und ich habe das noch nicht mal gelernt. Ja. Also ich will dir nur damit sagen, ich kenne das, diese vielen Interessen, dieses das auch nicht handeln können, was mache ich jetzt? Und ich möchte dir nur sagen, also falls du zu diesen vielbegabten Scanner-Persönlichkeiten gehörst, die sich schlecht für eine Sache entscheiden können, die sich viel, also in viele Dinge schnell einarbeiten können, die einfach wirklich hochbegabt und vielbegabt sind, die vielleicht auch hochsensibel sind, also viele Dinge wahrnehmen, viel mehr als andere, die sehr schnell auch wieder gelangweilt sind, wenn sie dann einen Job gemacht haben und den nach, keine Ahnung, bei mir war das echt immer so eine Probezeit von 3-4 Monaten sogar nur. Bei manchen dauert das ein Jahr, dass sie dann schon sehr schnell gemerkt haben, ich weiß jetzt schon alles, ich habe jetzt hier meinen Erfolg schon gehabt, so, was jetzt? Also, was kann ich jetzt tun? Und ich kenne das. Also, und auch dieses Gefühl von, wenn ich an einem Arbeitsplatz dann zu lange war, weil mir jeder eingeredet hat, von der Familie, von der Gesellschaft, du musst jetzt mal bei einer Sache bleiben. Und es hat mir fast den Hals zugeschnürt, weil ich dachte, oh mein Gott, aber ich kann doch jetzt hier schon alles. Für was soll ich jetzt morgens noch aufstehen? Es gibt hier nichts Neues für mich zu lernen. Ich möchte wieder was Neues. Vielleicht kennst du das. Und ich möchte dir sagen, ich habe wirklich ganz lange gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin ein Alien, ja, weil mir jeder auch gesagt hat, also
du musst mal an dir arbeiten und dich mal entscheiden. Und es hat mir so einen enormen Druck so gelassen und eine Erleichterung verschaffen, so rum. Als ich mich intensiv mit dieser Scanner-Persönlichkeit beschäftigt habe und gemerkt habe, wow, ich gehöre zu dieser Spezies, ich bin kein Alien und man muss einfach nur wissen, wie man damit umgeht, selbstbewusst werden und wirklich dann auch dazu stehen und sich nicht klein machen und denken so, oh stimmt, irgendwas stimmt mit mir nicht, warum bleiben die anderen 20 Jahre in einer Firma und mir ist nach 3 Monaten oder nach einem Jahr, ist mir schon wieder langweilig, irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Und wenn du immer wieder das hörst, ich habe das auch gehört, kannst du nicht mal normal. Und ja, ich möchte dir einfach nur sagen, es gibt wirklich Wege, wie du damit umgehen kannst und du musst dich nicht entscheiden. Es gibt eben einfach diese andere Spezies, die nennt man Taucher. Das ist übrigens alles von einer wunderbaren Amerikanerin, die Barbara Sher, die darüber auch ein Buch geschrieben hat und das herausgefunden hat, dass es eben diese verschiedenen Persönlichkeiten gibt und ich bin ihr zutiefst dankbar dafür, ja. Ich meine, normalerweise muss man gar nichts irgendwie in Schubladen stecken und betiteln, nur damit man sich beruhigen kann. Und trotzdem hat mir das ein bisschen Beruhigung verschafft und vor allem auch, wie gehe ich jetzt damit um? Ich weiß das jetzt, wow, super, es gibt eine Bezeichnung dafür, das ist auch alles irgendwie erklärbar. Und es gibt auch noch andere, das ist ja auch mal sehr beruhigend, okay, und was jetzt, wie gehe ich damit um? Also zunächst einmal die Riesenerleichterung, du musst dich nicht entscheiden. Punkt. Wie die Scanner sich entscheiden, läuft ein bisschen anders ab. Also was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ich wusste, okay, ich liebe es zu tanzen, ich liebe es, ganz viele verschiedene Richtungen zu tanzen. Entscheide dich nur mal jetzt für eine gewisse Zeit, wo hast du wirklich den meisten Spaß. Dann habe ich entschieden, okay, es ist Salsa. Dann was weiter? Sprachen, Spanisch. Was weiter? In die Natur gehen. Okay, ich habe einen Hund jetzt. Also waren einfach so viele Dinge. Und dann habe ich wirklich mir überlegt, okay, bei welchen Dingen habe ich die meiste Freude? Die anderen Dinge sind nicht gestrichen, sondern die sind erstmal nur in einer Schublade. Die kann ich ja irgendwann wieder rausholen. Und so kann man das mit jedem Projekt machen, dass man zum Beispiel das auf kleine Kärtchen schreibt und sagt, okay, wo habe ich jetzt wirklich momentan die meiste Freude? Die anderen Dinge kann ich trotzdem irgendwann mal machen. Ich entscheide mich nur für eine gewisse Zeit jetzt, dass ich mal Projekt A mache, Projekt B, Projekt C für eine gewisse Zeit und dann intensiv, dass ich das schön auch ausleben kann, dass genau diese Leidenschaft auch wirklich sich wirklich mal austoben kann. Und dann muss das aber nicht für immer und ewig sein, sondern so lange, wie ich Lust habe. Und dann kommt das nächste Projekt. Und das macht so Spaß, weil du quasi immer wieder so dein Kästchen hast mit deinen vielen Ideen und die schlummern da drin. Und du weißt, okay, du hast sie schon mal aus dem Kopf, hast sie auf ein Kärtchen. Du kannst sie angehen, musst aber nicht. Und du musst dich nicht entscheiden. Du kannst einfach nur mal, dass du ein bisschen mehr Klarheit in dein Leben bekommst, für eine gewisse Zeit dich entscheiden und dann aber Volldampf, anstatt dass du wirklich hier rumrennst und da rumrennst und nicht so richtig machst und dann auch nicht wirklich die Freude dabei spürst, weil du ständig denkst, ah, aber das wollte ich ja auch noch machen und das auch noch. Nur für eine gewisse Zeit entscheide dich. Das bringt schon mal eine riesen Erleichterung. Ich werde noch weitere Videos zu dieser Scanner-Persönlichkeit machen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, lass es mich bitte wissen. Ich werde auch auf jeden Fall eine Q&A hier machen und deine Fragen beantworten, aber schreib mir auch gerne in die Kommentarbox unten rein, gib mir ein Like, wenn dir das Video gefallen hat und lass mich wissen, was du für Herausforderungen hast mit dieser Scanner-Persönlichkeit und schreib mir doch einfach mal unten auch rein, denkst du auch, dass du eine vielbegabte Scanner-Persönlichkeit bist? Würde mich total interessieren und ich freue mich bis zum nächsten Mal, deine Veronique. Tschüss, alles Liebe.